Hallo, mein Name ist Andrea Mannes vom Schillergymnasium in Münster. Wir von Solarnet wurden an diesem Wochenende von der Organisation ENSA, die unsere Projekte fördert, nach Wiesbaden eingeladen. Eingeladen wurden auch 24 andere Schulen, damit wir unsere Erfahrungen mit ihnen austauschen können. Wir wollen euch über das Wochenende hier in Wiesbaden berichten. Zuerst wollen wir euch die Organisation, die uns hier eingeladen hat, näher vorstellen. Christina, erklär doch mal. ENSA steht für Entwicklungspolitisches Schulaustauschprogramm. Das ist ein Förderprogramm. Wir unterstützen Schulen aus Deutschland, Entwicklungs- und Transformationsländern, die sich gegenseitig begegnen wollen. Unterstützen wir finanziell und inhaltlich. Was uns auch vor allem sehr, sehr wichtig ist, ist, dass jetzt eine Vernetzung durch diese Veranstaltung stattfinden kann. Wir wollten ja nicht nur, dass die Projekte einfach so anreisen, sondern dass die auch wirklich was davon haben, dass heute Workshops stattfinden, dass die Schüler präsentieren, dass die Schüler eine Plattform bekommen, um sichtbar zu werden mit ihrer Arbeit. Am Wochenende vom 31. August auf den 2. September wurde das Entwicklungspolitische Jugendaustauschprogramm ENSA des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Wiesbaden der Öffentlichkeit vorgestellt. 400 Schüler aus ganz Deutschland waren zusammengekommen, um ihre Projekte zu präsentieren. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch Bundesministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul. Mit diesem neuen Schüleraustauschprogramm wollen wir Schüler und Schülerinnen zwischen 15 und 24 Jahren die Möglichkeit eröffnen, einfach im realen Leben die Welt zu sehen. Es ist nämlich doch ein Unterschied, ob man es am Fernsehen sieht und nur einen Ausschnitt oder ob man das wirkliche Leben sieht. Wie kreativ, fantasievoll und engagiert die Schüler sich um die Zukunft der Welt Gedanken machten, wurde anschließend bei der Projektvorstellung deutlich. Auf der Bühne gaben stellvertretend Schülergruppen aus Niedersachsen, Brandenburg und Hessen Einblick in ihre Arbeit. Ausgiebig über die einzelnen Projekte informierte sich die Ministerin auf einem Rundgang durch die Ausstellung. Also wir haben angefangen, das Leben einer Kaffeebohne, so heißt das Projekt. Und wie man hier sehen kann, auch anhand der Bilder, dass wir den Weg von Tansania, da wo der Kaffee produziert wird, angebaut wird, verfolgt haben, wie er dann nach Europa kommt und in Deutschland letztendlich verarbeitet wird in Röstereien. Ja, unser Projekt ist angefangen mit einer Partnerschaft zwischen Namibia und Deutschland. Wir haben also eine Beziehung zwischen dem Schillergymnasium in Münster und der Primary School in Baumbadsbrunn in Namibia. Und wir verfolgen im Wesentlichen drei Ziele, nämlich einmal den Schüleraustausch zwischen beiden Schulen, darüber hinaus die Förderung erneuerbarer Energien und die Förderung von Medienkompetenz, denn wir wollen ja auch die Welt darüber informieren, was wir so machen. So. Bei der abschließenden Pressekonferenz stellte sich die Ministerin den Fragen von Solarnet International. Ja, wir haben heute die Gelegenheit, hier zu sein bei dem ENSA-Projekt, beim Schulaustausch und die Ministerin hier interviewen zu dürfen für Entwicklungshilfe. Und wir wollen jetzt einige Fragen stellen, die euch bestimmt auch interessieren. Frau Ministerin, Sie sind hier heute hingekommen, um das ENSA-Projekt vorzustellen. Und wie wichtig ist Ihrer Meinung nach die Arbeit von Jugendlichen in der Entwicklungshilfe? Also ich finde das toll, dass sich ganz viele Jugendliche mit Austauschprogrammen, mit Partnerschulen, mit Initiativen engagieren. Erstens lernen sie sich selbst besser kennen, sie lernen die Welt besser kennen. Sie leisten auch in vielen Fällen, das habe ich an den Projekten gesehen, einen Beitrag dazu, dass die Welt gerechter wird. Und es ist die Welt, in der sie in Zukunft leben werden. Und was gegen den Klimawandel zu tun, was gegen die Armut in der Welt zu tun, was für eine gerechtere Welt zu tun, das ist, weiß Gott, auch in unserem eigenen Interesse. Wie betrachten Sie die Entwicklung oder die Zukunft von ENSA aus Regierungssicht? Wir haben ja eine Zeit lang eine Probephase gehabt. Ich fand das immer eine wirklich spannende Idee, diesen Schüleraustauschmöglichkeit. Und jetzt haben wir heute den Startschuss für ein reguläres Programm gegeben, so dass man sagen kann, ganz sicher werden 25 Schulen pro Jahr davon profitieren können. Und ich möchte das auch ausweiten, denn man sieht, welche Wirkung das an der Schule, in den Familien und auch natürlich im Partnerland hat. Ja, vielen Dank. Gerne. Alles okay. Gute. Eine positive Bilanz zogen auch die beiden Koordinatorinnen des ENSA-Programms, Christine Blome und Claudia Schilling.
Es war toll. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr großartiges Wochenende und ich bin sehr begeistert von unseren Projekten. Die Projekte sind ganz, ganz toll. Davon lebt ENSA. Genau. Und dann noch einen großen Dank an das Filmteam. Das haben wir vergessen zu sagen. Die uns wunderbar dokumentiert haben. Genau.